Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Dani Roy P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Re-Chain of Memories. Warum muss ich mal eine Sekunde nachdenken, wie das Spiel nochmal heißt? In der letzten Folge haben wir das Spiel begonnen. Wir haben das Schloss des Entfallens betreten. Da guck ich mal oben Schüsselschwert an. Ja, wir haben diesen komischen Kapuzenheini getroffen. Ich habe vielleicht oder vielleicht noch nicht die gleiche Person aus dem ersten Teil ist. Und dieser hat uns hier mehr oder weniger eingeladen im Schloss des Entfallens und in dem alles irgendwie mit Karten geregelt werden muss. Der hat unsere Erinnerungen ein bisschen durchforstet und sie in Karten umgewandelt. Und Dort und Goofy sind auch Karten und wir müssen Karten benutzen, um zu kämpfen und Karten. Oh, die Kamera auf. Boah, und ich konnte noch nicht ins Menü gehen und verdammt nochmal die Kameraeinstellungen ändern. Wenn ich jetzt da links drücke, dann dreht er sich nach rechts, damit komme ich nicht klar. So. In der letzten Folge haben wir noch das Tutorial und also was durchgeforstet. Ich sammle diese ganzen Dinger hier ein, weil die werden nützlich sein. Und wir haben gelernt, wie man Sachen wirft und die Sachen kaputt macht. Und wir sollten eigentlich diesen Herzlosen da mit was bewerfen. Habe ich aber daneben gemacht. Deswegen muss ich ihn jetzt so machen. Live und Bams. Und erster Kampf. Also zweiter, aber erster offizieller. Ja, komm her. Und zack, zack, zack. Und die Dinger, die da hinterlassen werden, sind Erfahrungspunkte. Die wollen wir alle haben. Und falscher Knopf. Das muss ich auch ändern. Nein. Ich habe schon was gemacht, was noch nicht erklärt worden ist. Naja. So, eine Potion, die gibt uns, glaube ich, alle angefangen. Ne? Also Karten leer sind, da müssen wir ja aufladen. Da wird noch nicht drauf eingegangen. Ich möchte unbedingt das Menü öffnen, weil ich muss steuern. So, ich habe harmlose Dunkelheit als Karte bekommen. Also auch ein Grund, warum ich offscreen wahrscheinlich viel machen werde, weil wir solche Karten immer brauchen. Um Türen auf dem Spielfeld zu öffnen, drücke Dreieck vor einer Tür. Kann aber nicht das Menü öffnen. Ja, machen wir das Tutorial erstmal. Um in den nächsten Raum zu gelangen, brauchst du eine Raumkarte. Raumkarten werden dazu verwendet, neue unerforschte Räume zu generieren. Wähl zuerst eine Raumkarte aus. Ja. Die Zahl in der Mitte des Bildschirms ist die Bedingung, um die Tür zu öffnen. Die Bedingung hier gibt dir an, dass die Tür bei einem Wert von 1 oder höher aufgeht. Du musst also eine Karte auswählen, die diese Bedingung erfüllt. Karten haben einen Wert zwischen 0 und 9. 0 Karten mit dem Wert 0 sind besondere Karten, die alle Bedingungen erfüllen. Die Karte ohne einen Wert sind Schlüsselkarten. Schlüsselkarten können nur bei ganz bestimmten Türen verwendet werden. So, wir haben nur die, also über die. Und die Karten, die wir an diesen Türen benutzen, bestimmen dann, wie der nächste Raum aussieht. Das heißt, wir können die Räume so gestalten, wie wir wollen. Das kann nützlich sein. Das sich drehende Licht vor Sora ist ein Speicherpunkt. Stell dich davor und drücke 3, um das Speichermenü aufzurufen. Und Karte, geil. Ich habe, bevor ich das Projekt heute begonnen habe, meinen alten Spielstand mal gelöscht. Weil ich jetzt nicht. Ich habe ihn jetzt nicht angeguckt, ich habe den einfach so gelöscht und ich hoffe, da ist jetzt nicht, weil ich irgendein Überbleibsel oder so da war. Nur ein Spielstand, mein Gott, weil ich weiß nicht, ob da irgendwie ein Spoiler oder so drin gewesen wäre. Okay, Dreieck Speicher, wir haben Daten im Systemspeicher, nix da. Gut, dann machen wir hier. Mori-Punkte 174, die werden nützlich sein. Und Profi, gut. Dann wäre es fertig mit dem Tutorial. Ja, ich kann das Menü öffnen, geil. So, jetzt muss ich erstmal hier ändern. Neige den rechten Stick nach unten, um die Kamera nach unten zu drehen. Nein, das ist richtig. Den rechten Stick nach links, um die Kamera nach links zu drehen, ja. So, was haben wir hier? Kartenring drehen mit L2 und R2. Karte im Petto benutzen. Gegner im Visier nehmen, Karte im Petto entfernen. Ja, ich glaube, das ist besser so.
So also kann ich mit R2 die Karten durchscrollen und mit R1 kann ich anvisieren. Das ist so die typische Steuerung. Man kann nicht hier irgendwie einstellen, dass, wie sich die Karten drehen. Na, guck mal, was haben wir denn alles? Wir haben Eis, haben wir ja gerade bekommen, genau. So, wir können die direkt mal schon mal ins Deck packen. Weil ist jetzt kein Grund hier jetzt nicht irgendwie reinzupacken. So, rechts sieht man 253 von 275 KP. Das bedeutet, ist die irgendwie Manöver. Was? Ach so, nee. Kann ich hier auch irgendwie ordnen? Steht ordnen, aber geht nicht. Set wechseln brauche ich noch nicht. Mach mal den so. Oh, ich habe noch mehr, sehe ich gerade. Ja, jetzt sind ich gerade entfernt habe. Meine Güte. So, dann nehmen wir Eis hier hin, dann nehmen wir Vita dahin. Ja, ich tue jetzt nicht so viele Erklärungen machen. Alle Karten, die wir da haben, können wir benutzen und so. Die haben alle ihre Werte. Raumkarten haben wir jetzt hier diese Dinger. Weltenkarten haben wir statt Traverse. Status haben wir. Ja, wenn wir Dreieck zum Beispiel, dann können wir ja mehrere Karten verbinden. Also zum Beispiel zweimal Eis oder so. Steht auch irgendwie, wie ich das mache. Ja, wenn ich ein Eis und ein Eis habe, ein Dreieck drücke und die verbinde, dann entsteht Eisra. Und das kann man mit Karten machen. Magie Stufe 2. Donald und Donald, Magie Stufe 3, Donald. Ja, und Goofy auch. Und den Schmetterschlag, den habe ich ja Essen aus Versehen benutzt. Furienstoß, Donald, Goofy, Donald und ein Dingens hier, Schlüsselschwert. Und ja. So, oh, das ist schon viel besser. Okay, gut. Helfen wir mal den nächsten Raum. Da haben wir noch eine. Ich sorge dafür, dass so ein paar schwache Herzlose auftauchen. Also man hat auch irgendwie so Karten, die beeinflussen, was für Gegner auftauchen, wie stark die sind, wie viele da sind. Und ja, vielleicht ein Fragezeichen-Ding. Herzlose? Nein, verdammt. Gut, dann mache ich dich hier fertig. Ja gut, wenn ich mal ein Level abbekommen würde, so. Was kann ich denn überhaupt beim Eis gegen die einzige? Das ist immer so. Das Spiel fängt jetzt schon schwierig an. Ja, was zum Teufel. So, du bist weg. Ich weiß nicht, ob das ein Tief war oder so, aber... Ich glaube, Itemkarten kriegen wir nicht zurück, wenn wir was aufladen. Mal gucken mal. Nee, das heißt, Itemkarten sollten wir am besten am Ende benutzen. Donald, mach sie. Wir starten Karten haben wir jetzt schon. Also meine ganzen Karten. Ja, ich kann meine Karten nicht einsetzen, wenn die stärkere Karten einsetzen. Wenn, wenn jetzt jemand mit 6 kommt. Dann, wenn jetzt jemand mit einer Karte, die höher als 1 oder 2 ist, dann kann ich meine nicht benutzen, weil der hat die dann sozusagen kaputt gemacht. Okay, der Null schlägt alles. Ich krieg ja schon beim ersten Gegner voll auf der Fresse. Das war einfach nicht wahr. Aber ich habe ein Level abbekommen. So, das ist das, was ich erklärt habe im ersten Part. Die tun jetzt nicht auf so traditionelle Weise funktionieren. Zum Beispiel kann man hier auswählen, was man haben möchte. Und zwar entweder mehr AP, mehr KP, also mehr Karten, die ich benutzen kann, oder ein Spezialmanöver. Ich bin jetzt nicht so ein Fan von den Spezialmanövern, aber die kann man sowieso nur so alle zwei Level oder so bekommen. Deswegen ich mal die sofort. So, Sora lernt Sturmlauf. Da brauche ich ein
Wenn ich drei Karten verbinde und die insgesamt so zwischen 10 und 15 liegen, dann wird diese Fähigkeit aktiviert. Habe ich glaube ich noch nicht, oder? So, so starke Dinger. So, ich bin schon fast K.O. Geil. So, deswegen brauche ich jetzt hier AP. Ist nicht so gemacht. So, komm her. Guck mal, ob direkt heißen kann. 13, 14, so. Na, komm mal her. Das hat ein bisschen wenig. Ja, wenn ich gegen die Wand laufe, dann kann ich nicht. Mann! Ich glaube, die erste Karte, die man verbindet, kriegt man noch nicht zurück. Gott verdammt. Ja, auch mal weg. Da seht ihr, die 7 ist zum Beispiel weg, weil ich verbunden habe. Oh mein. Ist gut, Mann. Ich bin schon wieder leicht tot. Geil. Deswegen werde ich wahrscheinlich leveln. Um mehr Karten und also was zu bekommen. Mehr AP und also was, weil das wird hier schwierig, ich habe das Gefühl. Ja, ich kann keine Kombo machen, ohne dass sie mich immer unterbrechen. Oh, wo ist der hier? Oh mein Gott. Und die Bosskämpfe, die sind sowieso hart im Spiel. Weil die so unglaublich schwer sind. Angriffskraft und also was gibt es auch nicht so im traditionellen Weg, deswegen muss ich einfach irgendwie, weiß ich nicht, das Spiel beherrschen. Aber ich glaube, die Fähigkeiten sind auch ein bisschen broken in dem Spiel. Ihr könnt auch gleich daran liegen. Bis dann. Das ist schon wieder ein Stufenaufstieg, geil. Aber dann haben wir erstmal HP, weil ich werde schwierig jetzt überlegen, weil ich das Gefühl, so hat sich zwar nur so ein bisschen erhöht, aber ist auch was. Da kommt hier jemand. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Im ersten Kampf. Erste Folge werden wir wahrscheinlich hier nur kämpfen erstmal. So, das war ein einfacher Kampf. Schwarzer Raum. Dann schon mal ein paar gute Sachen wieder bekommen. Noch mal. Ja, erstmal. Ich glaube, der die Werte, also die 4 und 5, die haben glaube ich auch gar nichts mit der Stärke der Waffen zu tun. Ach ja, und die können so viele Karten von mir sprechen, wie sie wollen. Ich kann die trotzdem nachladen. Und da ist natürlich das Problem. Solange ich die jetzt nicht in der Combo oder so benutze, habe ich die immer. Also kann ich ja einfach nur Button mashen, wie blöd. Irgendwelche super starken Karten. Und da kann theoretisch nichts passieren. Ist ja noch einer. So, dann probieren wir mal diese eine Combo aus. Donald. Ja, richtig, ja. So, komm her. Komm her. Gar nichts von gesehen, Mann. Flache Dunkelheit. Da sind die Gegner, glaube ich, ein bisschen schwächer, wenn die an der Tür benutzen. Boah. So, wo muss ich überhaupt hin? Habe ich irgendwie eine Karte oder so? Ah, select. So, da müssen wir, glaube ich, hin. Raum, den die Geschichte fortgeführt wird. So, ich will irgendwas neu erreichen heute, also machen wir das mal. So, Türen mit einer Krone sind besondere Türen. Du benötigst spezielle Karten, sogenannte Schlüsselkarten, um diese Türen zu öffnen. Du willst mir also sagen, ich brauche einen Schlüssel, um eine Tür zu öffnen. Ah. Doch die passenden Schlüsselkarten allein reichen nicht aus, um die Tür zu öffnen. Du benötigst die Schlüsselkarte und mindestens noch eine Karte, die Bedingungen erfüllen.
in als Raumkarten aus, die die Bedingungen erfüllen und die Tür wird sich dir öffnen. So, um den Treffer vom Kampf in alle Nogifungis erscheinen. Ich weiß nicht, ob ich mit denen schon irgendwie klarkomme. Na, nehmen wir das hier. Bams. Erst unser am schlechten Karl. Ich glaube, das brauche ich gerade. Gerade am Anfang. Allein zu kämpfen ist schwerer als ich dachte. Wen sagst du das? Ah! Hör auf, so aus dem Licht zu erscheinen. Wir können nichts dafür. Keine Ahnung, was hier vor sich geht. Wow. Oh, Mars. Ich meine Pluto. Pluto? Das wäre ja immer mysteriöser. Was macht denn Pluto hier? Ich sollte vielleicht Stimmen geben, ne? Ich wüsste nicht, was daran mysteriös sein sollte. Wir sind doch mit Pluto in der Stadttraverse gekommen, oder? Ach ja? Nein, halt. Meine Chronik sagt, ihr seid vor der Begegnung mit Zora mit Pluto in die Stadt gekommen. Quack, du hast recht. Wir sind Pluto hinterhergejagt und sind so letztendlich im Schloss des Entfallens gelandet. Das heißt Pluto schuld. Sie bin ich in der Stadt Traverse? Nun ja, das ist nicht wirklich die Stadt Traverse. Ja, die Karte hat diese Stadt innerhalb des Schlosses zum Fallen erschaffen. Ja, wer soll denn da noch mitkommen? Ist doch alles viel zu verwirrend. Wir kommen in Kingdom Hearts. Ich weiß nicht, wo wir sind, aber lasst uns weitergehen. Und, weiterziehen und Herzlos erlegen. So kommen wir schon voran. Seid besser vorsichtig, sonst sind es die Herzlosen, die euch erledigen. Hey, und du bist es. Was machst du denn hier im Schloss des Entfallens? Schloss des Entfallens? Was redest du denn da? Das ist die Stadt Traverse. Und woher kennst du meinen Namen? Wer bist du? Ich habe euch noch nie im Leben gesehen. Also wenn man auf eins vertrauen kann, dann auf Squalls Erinnerungsvermögen. Anmerkung an Final Fantasy 8. Lass dich spielchen, Leon. Wir haben doch alle gegen die Herzlosen gekämpft. Das weißt du. Sein echter Name ist Squall, deswegen. Egal. Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Ich kenne nicht mal euren Namen. Echt nicht? Wie kann man denn Goofy und Donald nicht kennen? Meine Güte. Tut mir leid. Ich weiß es nicht. Wie kannst du uns nur vergessen haben? Hey, tut mir echt leid, aber ihr verwechselt mich. Passiert laufend. Nehmt es nicht persönlich, Sora. Du kennst seinen Namen ja. Halt, stopp. Woher kenne ich deinen Namen? Ja, ich bin verwirrt. Hilf mir. Denkst du, dass Leon bloß Spaß macht? Wenn ja, dann ist das nicht witzig. Sora ist verletzt. Wer macht dir bloß Spaß, Goofy? Du und Donald seid doch diejenigen, die... Hey! Ich kapiere es nicht. Was ist bloß mit meinem Gedächtnis los? Wir müssen die EGF sein. Was geschieht hier? Keine Ahnung, Leon. Vielleicht hatte Aerith ja doch recht mit ihrer Ahnung. Sie sagte, sie würde eine Art unheimliche Macht spüren und bat uns, der Sache nachzugehen. Das fällt hier definitiv unter die Kategorie unheimlich. Vielleicht sollten wir Sora und Aerith zu Aerith bringen. Yuffie, du kennst ja meinen Namen. Ja, und du meinen offensichtlich auch. Seid ihr Freunde? Nein, er ist mir völlig fremd, aber ich kenne seinen Namen. Ist doch praktisch, so sparen wir uns verlangsamte Selbstvorstellungen. Mensch, Yuffie. Damit werden wir alle unsere Probleme gelöst. Nun, ich gehe vor und erkläre Aerith alles. Leon, du führst Sora und die anderen herum. Bis später.
Gloria bringt uns ja auch nicht weiter. Komm schon, folge mir. Aber pass auf, es befinden sich noch immer Herzlose in der Stadt. Ach, die habe ich hier geschwächt. Ich zeige euch besser, wie ihr euch im Kampfgetümmel schützt. Weil ich habe ja schon 3-4 Gegner besiegt. Wir werden jetzt wahrscheinlich erklären, wie Kombis zu funktionieren, ne? Also ein Auto. Siehst du die Werte auf deiner Karte? Sie reicht von 0 bis 9 und je höher der Wert ist, desto stärker ist die Karte. Spielen du und dein Gegner gleichzeitig eine Karte aus, gibt der höhere Wert. Na los, probier's mal. Wurf. Wurf. Ah, Reihenfolge. So, mal alles klar. Eine Karte mit höherem Wert auszuspielen, durchbricht die Verteidigung des Gegners. Das nennt man einen Kartenstich. Sieht so eine niedrige Karte aus, wird deine Attacke abgewehrt. Selbst starke Karten können abgewehrt werden, wenn der gegnerische Wert höher ist. Wer auch immer einen Stich verliert, muss eine Attacke einstecken. Sieh zu, dass du nicht zu oft verlierst. Karten mit dem Wert 0 sind besondere Karten. Es ist egal, welche Karte dein Gegner ausspielt. Du kannst sie stets mit einer 0-Karte stechen. Aber spielst du eine 0-Karte zu früh aus, kann der Gegner sie mit jeder beliebigen Karte stechen. Sprich, kommt sie als Antwort, dann ist sie die stärkste Karte. Kommt sie als erstes, die schwächste. Versuch das Beste aus ihr zu machen. Von den Kartenwerten hängt auch die Zusammenstellung des Sets ab. Vergiss das nicht. Jetzt wird es Zeit, dir beizubringen, wie du Karten kombinieren kannst. Du kannst Karten nicht nur einzeln benutzen. Du kannst auch 3 Karten sammeln und auf einmal ausspielen. Das nennt man ein in petto haben. Karten in petto auf einmal auszuspielen ist effektiver als sie einzeln auszuspielen. Los, probier es ruhig mal aus. Wähle einfach 3 Karten aus deinem Set aus. Ha! Die Summe aus den 3 Karten in petto ergibt den Wert, den du ausspielst. Der Wert ist der Regel hoch. Ist in der Regel hoch und nur schwer zu stechen. Die Combo-Attacke sehr stark. Du musst dich nicht zurückhalten. Zeig mir, was du drauf hast. Wurf. Combo-Attacken sind dabei aber nicht der einzige von denen. Wähle deine Karten weise und du entfesselst mächtige Kombinationen, sogenannte Spezialmanöver. Es gibt verschiedene Spezialmanöver und alle haben ihre eigenen Kartenkombinationen. Du erst doch mal, sobald du mehr Karten besitzt und ein paar Spezialmanöver erlernt hast. Bedenke dabei aber eins. Wenn du ein Spezialmanöver verlierst, immer die erste Karte, die du auf dem Petto hast. Ach, nur bei Spezialmanövern. Du kannst sie nicht nachstoppen. Sie kommt erst wieder nach dem Kampf zurück. Oder durch Items. Wenn du dich nur auf Spezialmanöver stehst, du bald ohne Karten da. Das ist nicht gut. Ja, das ist, was ich gesagt habe. Aber nur, wenn man so Karten im Petto, also Spezialmanöver ausführt anscheinend. Habst du soweit klar, Sora? Ja, mehr oder weniger. Du rennst eigentlich mehr in ein paar Kämpfen an. Die lagen hier rum, nehmen sie. Denk an das, was ich dir gesagt habe und nutze es. Mit Karten Simba. Schlüssel der Fügung. Oh, noch ein weiterer, der uns die Story... noch eine Karte, die uns in der Story weiterführt, meine ich. Gut. Haben nur so Dunkelheit. Da gibt es ja was, was ich kaputt machen kann. Ja, nein, der hört auf. Die sind eigentlich nur wichtig, so. Nein, geh weg. Ich möchte zurück zum Speicherpunkt und den Part beenden. Dankeschön. Kommen Sie gerne wieder. Was? Hab ich nicht. Warte. Der fällt vollkommen weg, oder? Der Raum. Okay, dann ist... Da soll ich da vielleicht nicht so allzu wichtige Karten einballern. Gut, dann beende ich den Part hier. Und, was ich vergessen habe, im letzten Part zu sagen. Wenn euch dieses Projekt gefällt, dann gebt doch mal einen Daumen nach oben, einen Kommentar, einen Daumen nach unten, ein negatives Kommentar oder was auch immer. Ein Abo oder unsubscribe, wenn ihr Abonnent seid und... Wenn euch das Video nicht gefällt, boah, nee, den tue ich mir immer einen Schuss, ey. Und ja, er hat gutes Zeug und schlechtes Zeug, wie ihr wollt. Ich bin die Party hier und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Kingdom Hearts Re-Chain of Memories. Ich bedanke mich allen fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zur nächsten Folge.